Hallo, liebe Solopreneure, diesmal wieder mit Ton. Maria, danke für den Hinweis. Ich vergesse es immer wieder, umzustellen auf mein Samsung Media Mikrofon. Jetzt habe ich das hoffentlich richtig gemacht. Maria, vielleicht meldest du mir zurück, ob du mich jetzt hörst. In dem heutigen Video möchte ich mit dir sprechen über den Strategen und über den Handwerker. Deswegen der Titel, der Stratege und der Handwerker. Und zwar, ja, jetzt geht's, Maria. Danke für den Hinweis. Übrigens, boah, meine Güte, was mache ich? Was stelle ich hier alles an? Und zwar, was ich eben gerade erzählt habe und was ich nochmal erzählen werde, ist, ich habe zum Anfang des Jahres ein allererstes Video des Jahres gedreht. Und es hieß Shellys Jahrespläne 2019. Und ich habe einen Zettel hingehalten, nicht in dieser Form, sondern in einem DIN A4-Blatt. Und ich habe gezeigt, dass nichts vorne drauf ist und nichts hinten drauf ist. Ich habe das Jahr gestartet, ohne Umsatzziele, ohne Kundenanzahlziele, ohne spezifische Projekte. Allein die Pakete vom letzten Jahr sind übergeschwappt in dieses Jahr. Die haben wir beibehalten von Dezember auf Januar. Und dieses Video hat einige von euch sehr inspiriert. Ich habe einige E-Mails bekommen, einige Facebook-Messages, Kommentare auf dem Video. Und wir haben auch in der Statistik nachgesehen. Das war ein sehr gern gesehenes Video in diesem Jahr. Und ihr habt mir gesagt, Shelly, das inspiriert mich total, planlos durch die Gegend zu laufen. Wer hätte das gedacht? Denn die meisten Leute in den Strategiegesprächen, die zu uns kommen, sagen, sie hätten gern mehr Strategie, mehr Struktur. Und das kann für dich stimmen in der jetzigen Phase deines Businesses. Und deswegen möchte ich diese beiden Rollen, diese beiden Personen, der Stratege und den Handwerker vorstellen. Denn ich habe mein ganzes Erwachsenenleben jedenfalls als Stratege verbracht. Ich war in der Rolle der Stratege. In den Online-Agenturen, wo ich als strategische Planerin gearbeitet habe, was haben wir als erstes gemacht? Wir haben gesagt, wir haben eine Marke vor uns, eine Marke A, und diese Marke hat eine Zielsetzung. Und das allererste, was ich wissen wollte, ist, was habt ihr vor? Wollt ihr eine Image-Kampagne machen? Ihr solltet die Wahrnehmung der Marke in den Köpfen der Konsumenten verändert werden. Geht es um den Abverkauf von Produkten am POS oder in einem Online-Shop? Oder worum geht es hier? Geht es darum, dass wir keine Ahnung, Probefahrten machen für Autofirmen, also wo läuft es hinaus? Und sobald ich mein Ziel vor Augen hatte als Stratege, konnte ich sagen, okay, jetzt geht's los. Was weiß ich über die Zielgruppe? Wie können wir eine bedeutende Beziehung mit denen aufbauen? Wie könnten wir die aufmerksam machen über das Angebot? Wie könnten wir die bewegen, in die Richtung zu gehen, in die wir sie haben wollen? Und ich habe alles auf meinem Speicherplatz quasi abgesurft. Was kenne ich an Strategien, die das vielleicht erreichen können? Was sind Taktiken? Was sind Maßnahmen? Und mich mit den Kreativen zusammengeschlossen und einen Plan geschmiedet. Das sind die Werkzeuge, die Überlegungen von einem Strategen. Nur was macht man, wenn man ein Jahr ohne Zielsetzung beginnt, wenn man kein Endziel hat? Und da müsste ich echt in den letzten Tagen in mich gehen und überlegen, wer bin ich denn überhaupt? Und ich habe richtig schnell gemerkt, mein Stratege, meine Rolle als Strategin wird an dieser Stelle nicht funktionieren, wie das in der Vergangenheit funktioniert hat. Und die Nicola Bird, mit der ich gerade auch im Coaching bin, wieder mal, also wir haben in den letzten 10 Jahren öfters zusammengearbeitet, sie hat gesagt, Shelia, ich glaube, du brauchst den Handwerker. Du müsstest deine Handwerkermütze aufsetzen. Und das ist eine fantastische Idee gewesen. Und ich möchte erklären, wie ich das mir zusammengestrickt habe, was meine Vorstellung ist von diesem Handwerker. Und zwar, vor kurzem war ich hier im Fitnessstudio um die Ecke mit Tarkan, den ich vor kurzem vorgestellt habe, mein Personal Trainer. Und es war der erste Teil von unserem Workout. Wir machen häufig zu Beginn Stretching und wir machen mich richtig locker. Dann gehen wir in den Cardio-Bereich und dann schwitze ich mir eins ab und dann gehen wir über zum
ja, Gewichttraining, Stärkung von den Muskeln und so weiter. Aber wir waren in meinem Lieblingsteil, nämlich in dem entspannten Stretching-Anteil am Anfang. Und dort hat er eine wunderschöne Musik aufgelegt, so eine richtige Wohlfühlmusik, als würde man in einem Spa-Bereich sein. So. Und auf einmal, ich hatte die Augen zu, ich habe irgendwie diese Dehnung gemacht, kam dann kling, 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 so ein richtiger Telefongeräusch von dem Lautsprecher, wo diese ruhige Musik ausgestrahlt wurde. Und ich bin aufgeschreckt und ich guckte Tarkan an, der überhaupt keine Erregung von sich gab. Und ich habe gedacht, hört er das nicht, diese störende Kling, 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 während diese entspannte Musik läuft? Und ich gucke ihn an und ich sage, Tarkan, hast du das gehört? Und er, total trocken, wie er immer ist, sagt zu mir, ja, Shalir, das ist das Universum, das dich gerade anruft. Und scheinbar war es ein eingebaute Teil von dieser Musik, warum auch immer. Ich habe ihn noch gar nicht gefragt. Das werde ich morgen machen, wenn ich wieder bei ihm bin. Jedenfalls, ich habe gedacht, ja, so funktioniert es mit dem Handwerker. Und zwar, während der Stratege sich hinsetzt und denkt, okay, wenn ich dieses Ziel erreichen möchte, it's up to me. Es ist meine Verantwortung, es ist meine Aufgabe. Er tut seine Denkkappe aufsetzen, sein analytisch-strategischer, logisch-analytischer Kopf. Und er sagt, ich muss eine Idee finden, ich muss reingraben, ich muss schauen, dass es gut wird, ich muss schauen, dass es richtig wird. Der Handwerker wiederum, und wir gehen davon aus, in der jetzigen Lage hier in der Nähe von Frankfurt, es wird überall gebaut und renoviert. Die Handwerker haben ein richtig leichtes Spiel. Sie werden angerufen am laufenden Band. Und stell dir folgendes Szenario vor: Keine Ziele, keine Pläne, einfach der Handwerker, der trinkt seine Tasse Kaffee. Er wartet, bis das Telefon klingelt. Das Universum ruft an, kling, 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 kling. Er geht dran und da kommt ein Auftrag. Ein Auftrag. Er hört sich das an. Vielleicht macht er sich sogar ein paar Notizen. Ja, der Auftrag, eine Marke aufzubauen für englische Kunden, Transformative Coaching. Okay, gut. Irgendwie Instagram vielleicht was zu machen, Facebook Live-Videos, ja, okay. Gut, habe ich Dankeschön für den Anruf. Ich überlege mir das und ich melde mich zurück. Ich muss meine Kapazitäten checken, okay? Der legt wieder auf. Und dann, bevor er überhaupt den Telefonhörer hatte, okay, gut, ich tue so, als wäre das Oldschool-Telefon mit so einem Rotating Dial, egal, er legt auf. Und schon ruft das Universum zum zweiten Mal an. Ja, hallo, Handwerker Stevens hier. Was kann ich für Sie tun? Der Auftrag, ja, okay, gut. Ein neues Programm. Ja, okay. Der Thriving Solopreneur. Ja, ich mache Notizen. Ja, okay. Ja, das ist 30-Tage-Programm, kann ich mir vorstellen. Video und E-Mails. Ja, okay. Gut, ich checke meine Auftragsbücher und ich melde mich bei Ihnen zurück. Gut, alles klar. Wiederum. Klinger, klinger, klinger. Und das Gleiche geht nochmal von vorne los. Projekt. Überlegen. Listen Revolution. Und so weiter und so fort. Ja? Habt ihr das? Also für den Handwerker, der hat kein Ziel, der wartet, bis Ideen, Opportunities, Gelegenheiten kommen und der schreibt sie alle auf und der guckt, wo habe ich Lust, tätig zu werden. Und vielleicht von drei möglichen Aufträgen, die gerade gekommen sind, in dem Fall waren es drei Ideen, die ich in der letzten Woche hatte, die keinen Zusammenhang mit irgendwas haben, habe ich einfach geschaut, ja. Zwei von den drei finde ich gut und ich habe mit beiden einfach begonnen loszugehen. Das ist das, was der Handwerker tut.
Und was wir auch wissen, und das ist wirklich, wenn du ein Handwerker bist, kennst, mit einem verheiratet bist, befreundet oder sonst was, das ist wirklich nur eine Metapher und einen großen Spaß und nicht so böse gemeint. Aber in der heutigen Wirtschaft könnte der Handwerker natürlich sich entscheiden, so mitten in einem Auftrag einfach die Baustelle zu verlassen, weil sie nicht mehr freut. Und er ist ja nicht in eine gute Wirtschaftslage auf diese Idee angewiesen. Und so bin ich auch in letzter Zeit vorgegangen. Etwas anfangen, wenn es mich nicht nach einer Zeit freut, verlasse ich die Baustelle und schaue, was der nächste Auftrag und der nächste Anruf wird. Das ist die Art und Weise und die Rolle eines Handwerkers. Und hier ist das Ding, was ich gesehen habe in letzter Zeit. Ich hatte ein Gespräch mit Daniel Schenk. Hallo Daniel, da draußen, falls du heute zuschaust. Es war ein schönes Gespräch mit dir. Und Daniel hat mich interviewt im Rahmen von seinem Online-Kongress. Und der hat gewusst, dass ich dieses Jahr mit einem leeren Zettel begonnen habe. Und er hat mich ein bisschen dazu befragt. Und ich habe in seinen Augen, in seine Stimme gemerkt, dass er ein bisschen irritiert war, so nach dem Motto, wie jetzt, Shalia? Über die letzten vielen Jahre hast du über Strategie und Struktur gesprochen. Es steht auch auf deiner Webseite so. Glaubst du nicht mehr an das? Und meine eindeutige Antwort heute ist, eine Woche später, nachdem ich ein paar Nächte drüber schlafen konnte, ist nein, überhaupt nicht. Es gibt Zeiten in unserem Business, wo unsere innere Weisheit uns direkt dorthin führt, zielstrebig auf die Rolle des Stratege. Vielleicht ging es dir auch so oder geht es dir gerade so, dass du eher auf der Handwerker-Schiene unterwegs warst die letzten Monate oder Jahre in deinem Business und du spürst jetzt ganz eindeutig, du möchtest diese strategische Kappe aufsetzen und schauen, was dort geht. Und wiederum, wenn du wie ich, wie jahrelang strategisch unterwegs warst, dann hast du irgendwann mal Lust auf mehr Space, mehr Frische, mehr Geist als Unternehmergeist, wenn man so will, anstatt nur das Unternehmen die ganze Zeit. It's up to me als Stratege. Und dann wechselst du die in diese Rolle. Und eine Sache, die ich immer wieder bemerke für mich in meinem Leben und in meinem Business, ist, dass dieses ganze Spektrum zu bespielen, also wenn überhaupt Stratege und Handwerker ein Spektrum wäre, wo man dazwischen fließend hin und her gehen könnte, ist, desto öfter ich merke, ich bin verfangen auf einer Seite des Spektrums ganz stark, dass es interessant sein könnte, zur anderen Seite ganz krass zu rutschen und meine unternehmerischen Fähigkeiten einfach auszudehnen, mehr zu können, mehr Handlungsoptionen, mehr Science-Optionen auch in Betracht zu ziehen. Das macht mich flexibel, das macht mich agil, das macht mich resilient. Und vielleicht geht es ja auch so, dass du auf der anderen Seite von dieser strategischen Seite des Spektrums rutschen möchtest und dich dort ein bisschen ausdehnen möchtest. Wichtig ist aus meiner Sicht, egal wo man gerade steht, auf irgendeinem Spektrum, und hier sind wir bei dem Strategen und dem Handwerker, dass man das Ganze sehr locker, verspielt, nicht so ernst nehmend sieht. Weil hier ist eine Sache, die ich ganz klar weiß. Und wenn du mich länger verfolgst, dann weißt du, in meinem Business geht es um entspannten Erfolg. Dass wir alle unser Business, unsere verkrampften Zielsetzungen, unsere Outputs viel zu ernst nehmen. Und was ich heute sagen möchte ist, hey, don't take yourself so seriously. Nimm dich nicht so ernst, nimm das, dein Business nicht so ernst. Und vielleicht ist dieser Anschauung heute von den Rollen, und die wir schlüpfen können, und da gibt es vielfältige da draußen. Heute habe ich mit einem Kunden gesprochen, der sich in seinem Wissenschaftler-Kittel gezogen hat und an seinen Funnel-Tüftel bis in die feinsten Detail, weil er gerne mal das tut im stillen Kämmerlein. Mit dieser Verspieltheit, mit dieser Lockerheit, mit dieser Leichtigkeit. Das ist vor allem die Message heute. So. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das war meine Gedanken heute zum Strategen und zum Handwerker. Welche hast du gespielt in letzter Zeit? Welche anderen Rollen kennst du und spielst du? Wo möchtest du dein Spektrum ein bisschen ausdehnen? Wo möchtest du flexibler, resilienter sein als Unternehmer oder Unternehmerin? Schreib mir das in dem Kommentarbereich unterhalb dieses Videos. Wie immer freue ich mich sehr, von dir zu hören und zu schauen, wie du dazu denkst. Euch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss!